alle vier Madhhab sind richtig von dem Standpunkt her, dass sie alle vier Koran und Sunna folgen und den richtigen Manhaj haben. Wir sagen, alle vier Gelehrten sind von Ahlus Sunna wal Jama'ah. Das heißt, sind auf dem richtigen Weg, sind Muslime, sind nicht von Ahlul Bidda wa Dalal. Ja? Aber sind sie alle vier richtig in jeder einzelnen Aussage, die sie machen? Nein. Warum? Weil es unmöglich ist, dass sie alle gleichzeitig richtig sind. Weil, beispielsweise, sagt Imam Shafi'i, rahimahullah, wenn du eine Frau berührst, musst du neu Wudu machen. Musst du Abdest neu machen gehen. Imam Abu Hanifa sagt, egal, du kannst sogar mit der Frau küssen, dies, das, bricht Wudu nicht. So, wie kannst du gleichzeitig beten? Ich habe zu einem gesagt, subhanallah, guck mal, wie stur der ist. Ich habe mit einem darüber diskutiert, der meinte, alle vier sind richtig. Ich habe zu ihm gesagt, guck mal, deswegen, wir müssen die Wahrheit wollen. Aber viele Leute, die sind so, die wollen es nicht wahrhaben. Alle vier sind alle richtig. Okay, Imam Shafi sagt, wenn du eine Frau berührst, musst du Wudu neu machen gehen. Imam Abu Hanifa sagt, du kannst sogar küssen, alles außer Geschlechtsverkehr und so weiter, bricht Wudu nicht. Solange nichts rauskommt. Wie kannst du gleichzeitig beten und du bist ohne Tahara, ohne Reinheit, und wie kannst du gleichzeitig beten und bist mit Tahara? Dieselbe Person, so, ich habe jetzt, jemand hat seine Frau geküsst, geht beten. Laut Abu Hanifa ist sein Gebet gültig, laut Imam Shafi ist sein Gebet ungültig. Wie funktioniert das? Ist falsch. Kann nicht sein. Entweder der eine ist richtig oder der andere ist richtig. Dann sagt er, ja, nein, aber die sind alle richtig. Ja, warum? Ja, ich habe das so gehört. Ich habe das so gehört, das wurde so erzählt. Ja, das wurde dir so eingeimpft, bis du es geglaubt hast. Aber wenn du eins und eins zusammenzählen kannst, dann sagst du, nee, es ist nicht so. Es kann gar nicht sein. Es kann nicht sein. Die Frage ist jetzt, nehmen wir mal an, einer von den beiden hat einen Fehler gemacht. Hat er jetzt eine Sünde gemacht? Nee. Ist er jetzt kein Gelehrter mehr? Nee. Der ist immer noch ein großer Gelehrter, alhamdulillah. Aber auch der große Gelehrte kann daneben liegen. Ja, und wir folgen dem Beweis. Wo ist das Problem? Und das Wort, was bei uns am liebsten ist, ist das Wort Allahs und die Rechtleitung und danach das Wort des Gesandten Allahs. Und die Worte von Abu Hanifa und Imam Shafi und Imam Malik und Ahmed ibn Hanbal sind uns alle sehr lieb und wir schauen sie uns alle sehr an und wir bevorzugen keinen dem anderen, aber gegenüber dem Gesandten Allahs müssen sie alle hinten anstehen. Jetzt, wenn die Leute dieses Video sehen, werden sie sagen, er hat die vier Imame beleidigt. Wo habe ich heute jemanden beleidigt? Habe ich irgendetwas Schlechtes gesagt? Selbst diese Gelehrten selber sagen das, was ich sage. Diese Gelehrten selber sagen, Imam Malik sagt, innama ana basharun, uhti wa usib, ich bin ein Mensch. Ich liege richtig und ich liege falsch. Fanzuru fi rai, so schaut euch meine Meinung an. Fa kullu mawafak al kitaba wa sunna, fakhudhu. Wa kullu man lam yuwafik al kitaba wa sunna, fatruku. So alles, was mit Koran und Sunna übereinstimmt, nehmt. Und alles, was damit nicht übereinstimmt, lasst. Das heißt, wenn du jetzt Maliki Madhab bist, du bist Maliki Madhab und du liest und auf einmal fällt dir ein Hadith auf, der deinem Madhab widerspricht. Jetzt sagst du, oh, ist dieser Hadith sahih, ist der dies, ist der das, ist in Bukhari, oh, widerspricht mein Madhab. Dann gehst du hin und schaust, oh, was haben denn die anderen Madhab dazu gesagt? Dann sagst du, okay, in dieser Meinung, finde ich, hat Imam Shafi eine stärkere Meinung. Khalas, wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Jetzt geht's weiter. Das dazu.